Tag! Ich zock mal wieder Runde Battlefield 5 und zwar noch vor dem Patch. Ich denke, wenn alles gut läuft, kommt das Video auch noch, bevor der Patch kommt. Der sollte nämlich meines Erachtens nach morgen kommen. Gesetzt im Fall, dass dieses Video jetzt am Mittwoch, also heute, rauskommt, wenn das alles glatt läuft. Ich wollte allerdings eigentlich mal ein bisschen über Battlefield reden, weil ich in meinen Streams immer gefragt werde, ob ich keinen Bock mehr auf Battlefield habe, wann mal wieder Battlefield kommt. Oh, oh, fuck. Das ist also live kommentiert. Das ist jetzt nicht irgendwie Gameplay, was ich im Hintergrund laufen lasse, sondern ich zock das hier gerade wirklich. Und dachte mir, ich guck mal rein. Ich habe noch nicht wieder gezockt. Die neue Time to Kill hier, die kenne ich eigentlich quasi gar nicht. Und die wird ja auch wieder komplett geändert. Nevermind, die Time to Kill ist offensichtlich völlig Banane. Liegt ja wahrscheinlich einfach an der Knarre hier. Und ja, yeah. Also die Antwort auf die Frage ist definitives, nee, ich habe noch mega Bock auf Battlefield. Allerdings war bei mir ja in letzter Zeit ein bisschen Zeitmangel und so weiter. Und Call of Duty hat mir trotz der ganzen Fehler und so halt immer noch super viel Spaß gemacht. Die Streams waren immer lustig. Ist ein unterhaltsames Game für Content. Und da hatte ich einfach gar keine wirkliche Lust, mir jetzt eine völlig andere Time to Kill in Battlefield anzugucken, wo ich ja schon wusste, dass die nicht bleibt. Also im Endeffekt war es eigentlich wirklich nur, um jetzt nicht eine Time to Kill zu lernen, die dann in ein paar Wochen sowieso wieder völlig egal ist, als ich wieder Zeit und Bock auf Battlefield gekriegt habe. Also Battlefield 5 meiner Meinung nach immer noch ein super Spiel. Vor allen Dingen mit dem ganzen Content, der jetzt neu dazu kam. Sind hier auch irgendwo Feinde, Alter? Das ist einfach Team Deathmatch jetzt. Und ich muss sagen, rein contentmäßig, es hat zwar ein bisschen lange gedauert, aber ich finde, dass die Masse an Content jetzt so kommt. Also die letzten Updates, die waren echt nice. Also die waren wirklich gut. Die Knarre ist voll Bombe, Alter. Die ist ja heftig. Ja, also wie gesagt, ich bin bei Battlefield ein bisschen raus. Also entschuldigt bitte, wenn Potato Aim und so ist. Da kann ich jetzt absolut nichts dran ändern. Das ist jetzt halt einfach so. Aber ich wollte halt mal ein bisschen quatschen. Ich wollte vor allen Dingen einmal so, damit ich auch wirklich mal einen direkten Vergleich habe, wenn der Patch kommt, wie die TTK sich wirklich krass geändert hat. Ich meine, klar, mit der Knarre jetzt vielleicht nicht unbedingt repräsentativ, aber ja, egal. Und außerdem wollte ich mal wieder eine Live-Runde zocken. Und ich denke, ich werde auch, wenn der Patch kommt, nochmal genau so eine Live-Runde machen. Dass man nochmal einen Vergleich hat, ne, von der Time to Kill. Eins ist klar, ich merke sofort den Unterschied zu Call of Duty. Ich habe hier einfach Zeit zu reagieren, wenn jemand auf mich schießt. Das heißt, hier ist doch deutlich mehr Möglichkeit, mit Skill noch was rauszuholen. Wohingegen bei Call of Duty einen halt jeder, der einigermaßen gute Reflexe hat, dich sofort umboxt. Egal, ob er nur gutes Aim hat oder nicht. Gut, LMG-Camper kennt man, ist gar kein LMG, macht aber nichts. Ich bin noch ein bisschen erkältet, das habt ihr auch im letzten Video schon in die Kommentare geschrieben, man hört das. Ich werde das einfach irgendwie nicht los. Ist aber kein Corona, ihr müsst euch also keine Sorgen machen, das ist alles gut. Bin ich da noch? Yes. Also, Battlefield. Ich muss sagen, ich bin ja, wie gesagt, schon Battlefield-Fan, seit es Battlefield gibt. Das wisst ihr alle. Also von daher, natürlich habe ich immer Bock auf Battlefield. Was zur Hölle, Alter. Wieso stirbt der nicht? Da war das erste Mal jetzt der Moment, wo ich der Meinung war, der ist auf jeden Fall tot. Und er hat es überlebt. Das ist also immer noch diese lange Time to Kill, die viele bemängeln. Ich kann das auch total verstehen. Ich glaube aber, dass selbst wenn ich jetzt aktiv wieder eingestiegen wäre zu der Time to Kill, mich hätte es nicht so gestört. Ich bin jetzt kein Gegner von der langen TTK. Zu lang darf sie aber auch nicht sein. Und ich glaube einfach, die war zu lang. Also die war wirklich einfach zu lang. Also gerade auf großen Karten, Conquest-mäßige Geschichten. Wo ist er? Da ist einer. Hier, das hier zum Beispiel, ne? Das habe ich jetzt erst rein überlebt, weil man halt einfach Zeit zum Reagieren hat. Den kratze ich da nicht auf. Das kann er vergessen. Und Conquest ist halt nun mal einfach große Karten. Ich kratze gleich auf, Bruder. Aber ein Feind ist da noch. Oh, danke. Achso, nice. Handgranaten. Feuer mag ich jetzt gar nicht. Das war ein heißer Typ, aber eigentlich wollte ich Battlefield nur kurz starten und einstellen, damit ich für den Patch gerüstet bin. Und ja, SCG-44, offensichtlich immer noch ein Biest.
Und deswegen ist auch keine Webcam und nichts an beim Gameplay, weil ich jetzt einfach wirklich tatsächlich Shadowplay einfach angeschmissen habe. Spontan. Okay, da ist er nicht mehr. Ich wollte mich nicht aufkratzen lassen, weil ich dachte, der campt das hier ab. Aber er ist offensichtlich verschwunden oder erschossen worden. Gut. Dann ist er irgendwo hier unten noch. Da liegt eine Leiche. Ach, da war er, okay. Wenn er das denn war. Ja, das Potato Aim ist real. Ich gebe es ehrlich zu. Also, ich muss mich erstmal wieder echt an Battlefield gewöhnen. Oh, der hat mich gesehen. Shit. Ich dachte, man kann im Battlefield die Feinde nicht erkennen. Ich hatte ja auch in meinem Call of Duty Video schon gesagt, dass ich finde, dass man im Battlefield die Leute besser erkennen kann. Oder insgesamt einfach besser, bessere Übersicht hat. Und jetzt, wo ich es gerade zocke, merke ich es auch. Also, hier ist auch Grafikeffekte und bla. Und Rauch und Qualm. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde, es ist einfach übersichtlicher. Man hat mehr Situational Awareness in Battlefield als in Call of Duty. Ich kann es jetzt nicht direkt sagen, woran es liegt, aber hier ist aktuell, zumindest in dem Match, klar, ist jetzt auch keine Panzer und so drin, aber hier ist deutlich weniger Screenshake in Gange. Es ist nicht permanente Explosion. Und es wirkt einfach sauberer. Von der Grafik, von der Übersicht. Das ist auch kein Hate. Ich finde Call of Duty ja geil. Ich spiele das ja nicht aus Jungs und Dollerei so viel, sondern weil mir das wirklich Spaß macht. Auch wenn man getriggert ist und alles, aber jeder, der Call of Duty spielt, kennt das. Call of Duty ist immer schon ein Spiel gewesen, was einen triggert, aber halt auch super viel Spaß macht. Und halt auch süchtig macht. Und das ist auch immer noch so. Und ich bin halt nun mal jemand, ich zock beides. Ich zock Battlefield und Call of Duty. Ich finde beide Spiele geil. Ja, und ich dachte mir, ich mache mal so ein loses Commentary, einfach so ein bisschen so zu den Fragen, die so aufgekommen sind. Call of Duty ist auf jeden Fall immer noch aktuell, Battlefield ist immer noch aktuell. Aber der Grund, warum ich es halt einfach nicht wirklich gespielt habe, war halt wirklich nur, ich wollte mich jetzt nicht auf eine TTK einschießen, nur um dann hinterher alles nochmal wieder neu zu lernen. So, ich denke, ihr könnt das verstehen, zumal bei mir halt einfach extremer Zeitmangel immer noch da ist, falls einige das immer noch nicht verstanden haben, weil manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wissen das wirklich nicht. Ich bin kein hauptberuflicher YouTuber, das wirft kaum Geld ab. Klar kann ich mir hier und da mal ein bisschen Hardware kaufen, das will ich nicht sagen, also die Streams bringen schon ein bisschen was, aber das wandert alles in die Hardware, die ich zum Stream halt auch brauche. Und das ist teuer. Das ist teures Zeug. Das ist alles qualitativ hochwertige Hardware für Sound und Grafik und alles. Und Streaming-PC und Streaming-Karten und hier Video-Capture-Scheiß. Software kostet auch eine Menge, die man braucht. Also Lizenzen auch, wenn man mal Musik in den Videos hat. Also man darf das echt nicht unterschätzen. Und ich stecke gerne viel Zeit und Arbeit rein. Aber es ist halt einfach nicht so, wovon ich jetzt leben kann. Das heißt, ich muss nebenher auch noch einen Vollzeitjob machen. Dann habe ich auch noch eine Familie. Da ist halt einfach nicht die Zeit zu sagen, ach, ich spiele jetzt mal Battlefield. Viele fragten jetzt auch in letzter Zeit immer wieder nach Hand. Ich hatte ja noch ein altes... Ach, verdammt, ich wollte es gerade abbrechen. Ich hatte ja noch ein altes Video gefunden. Oh, aber Ladies and Gentlemen, 18:4 für die erste Runde Battlefield nach, keine Ahnung, gefühlt Monaten. Und es müssen Monate sein. Ich weiß gar nicht. Einen Stream habe ich einmal gemacht. Das weiß ich noch. 3, 4, 5 Stunden Battlefield gezockt. Aber danach habe ich nicht wieder reingeguckt. Aber, der Support ist da. Ich habe ja jetzt schon einige Kanalmitglieder. Und das ist natürlich so eine Art festes Gehalt für einen YouTuber, ne? Klar kriegst du deine Werbeeinnahmen und so. Das ist aber etwas, wo du nie wirklich fest mit rechnen kannst. Außer du machst halt wirklich solide, straight den gleichen Content. Also wenn man jetzt, blödes Beispiel, aber man ist jetzt ein Prank-YouTuber. Ja? Und macht nur Pranks, dann wissen die Leute... Scheiße, war noch ein Dritter. Dann wissen die Leute, okay, ich kann hier jeden Tag einschalten, krieg Pranks. Oder jeden Dienstag gibt's Pranks. So, das geht bei mir halt einfach nicht, weil ich, wenn ich jetzt sage, ich mache jeden Montag und jeden Mittwoch ein Video und dann kommt mir aber Arbeit dazwischen, die halt wichtiger ist, weil ich davon leben muss und möchte und kann, dann ist klar, dass dann kein Content kommt. So, wenn ich hauptberuflicher YouTuber bin und nichts anderes machen muss und meine Zeit halt Vollzeit in den Kanal stecken kann, dann kann ich auch sagen, pass auf, das sind die Tage, da kommt Content. Aber selbst dann weißt du halt nicht... Verdammt. Ah, ich dachte, da habe ich die Time to Kill wieder überschätzt. Ich dachte, ich komme noch weg. Ist halt super gewöhnungsbedürftig. Und das ist der Grund, ne? Das ist jetzt alles Erfahrungswerte, die man sammelt.
Und in ein paar Tagen sind die völlig wertlos. Deswegen würde ich jetzt nicht noch hier fett Zeit investieren in den Patch, wenn dann eh ein neuer kommt. Aber ich merke jetzt gerade echt wirklich einfach, boah, es bockt halt. Also, auch wenn es nur ein Deathmatch ist, aber an ein fettes Conquest-Match wollte ich mich jetzt wirklich nicht ranwagen, bevor ich mich einigermaßen wieder ein bisschen zumindest in Battlefield drin bin, aber kleiner Wichser, Alter. Kennt ihr hier? Das ist ja nicht. Und das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil einer langen Time to Kill. Camping ist halt deutlich schwieriger, wenn die TTK lang ist. Das ist etwas, was viele auch meistens gar nicht checken, glaube ich. Gut, aber eben wollte ich eigentlich noch was anderes sagen. Und zwar, die Werbeeinnahmen sind halt super unkonsequent. Weil ich halt ganz unterschiedlichen Content mache. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das regelmäßig eine bestimmte Summe ist. Weil wenn ich dann plötzlich mal doch keinen Bock mehr auf Call of Duty habe, dann werden viele Leute wieder abspringen. Und ich bin jemand, der halt eben nicht dann ein Spiel weiter zockt, worauf er eigentlich keinen Bock hat, aber weil er die Klicks braucht und möchte, dann einfach das weiter zockt. Das haben wir mit Tarkov gehabt, da hatte ich 150 Viewer jeden Morgen auf Twitch. Eine Zeit lang. Wo ich morgens gestreamt habe und abends gearbeitet habe. Ich habe es sein gelassen, als es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Das würde ich auch immer wieder machen. Das war bei Rainbow Six so, da war ich voll im Saft. Die Viewer waren da, die Klicks waren da, die Leute hatten Bock. Aber es hat mich einfach nicht angeschockt und dann wird es nicht gezockt. Fortnite einmal angetestet, war kein Bock. Zock ich nicht, macht mir keinen Spaß, will ich nicht, fertig. So, natürlich wäre mein Kanal wahrscheinlich wie fast jeder Kanal, den ich kenne, der mit mir angefangen hat, mit Fortnite auch gut explodiert. So, so ticke ich halt nicht. Und deswegen nochmal fettes Shoutout an die ganzen Kanalmitglieder, die ich auf jeden Fall hier auch nochmal einblende. Wo ich eh gerade tot bin. Das können wir jetzt mal hier machen. So, hier, ne? Die Namen. Vielen Dank, weil ihr seid im Grunde diejenigen, die dafür sorgen, dass ich drauf scheißen kann und sagen kann, pass auf, okay, alle wollen jetzt gerade zwar das sehen, aber es macht mir keinen Spaß, dann ist das auch kein guter Content, finde ich. Und ich kann auch mal ein bisschen abwechslungsreicheren Content machen. Ich kann auch mal ein Video hochladen, was halt nicht Battlefield oder Call of Duty ist. Das war wirklich gut. Ja, also Kanalmitgliedschaft ist eine super Sache für mich. Die Perks, die ihr da angeboten kriegt, sind halt momentan eher, ja, so eine Art kleiner Bonus von meiner Seite aus, weil ich nicht wirklich weiß, was ich euch da an Perks gut anbieten soll. Der verfolgt mich garantiert, oder? Der ist da hochgelaufen auf der anderen Seite. Wenn ihr einen finanziellen Support mir geben möchtet, ist die Kanalmitgliedschaft momentan vermutlich das, womit ihr mir den größten Gefallen tut. Und natürlich klar auch der Twitch Prime Sub oder der Twitch Sub im Allgemeinen. Ey, die Waffe ist ja echt topper. Ich meine, der hatte nicht viel Leben mehr, aber wow. Okay, das war jetzt so 23 Schaden, also. Wobei, das finde ich auch okay. Bei der Time to Kill, die die Knarre hat, darf die halt auch Distanz nicht so heftig rasieren. Also, das muss immer ein guter Mittelweg sein. Waffenbalancing ist halt echt nicht einfach. Allerdings, muss ich wirklich sagen, verstehe ich absolut nicht, warum sie die Time to Kill so heftig ändern. Nur um es dann wieder rückgängig zu machen. Ich meine, ja, es sind alles Erfahrungswerte und bla. Aber die Time to Kill war meiner Meinung nach vor dem Patch, der jetzt die wieder geändert hatte, nicht das Problem. Deswegen finde ich es gut, dass sie zurückgehen als kleines Schlusswort. Oh, ich bin Dritter geworden. Aber KD passt auf jeden Fall und das ist ja im TDM wichtig. 27-7 für eine erste Runde. Finde ich eigentlich ganz okay. Und dafür, dass ich nebenher einfach irgendwie mir irgendeinen Scheiß aus den Fingern saugen musste. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr es scheiße fandet, gerne Daumen nach unten. Bewertung ist immer gut, hilft mir weiter zu checken, welcher Content euch gut gefällt und welcher euch nicht so gut gefällt. Und damit wünsche ich euch jetzt schon mal vorab ein schönes Wochenende. Ist ja quasi schon Bergfest. Und ja, bis die Tage. Ich denke, sobald der Patch kommt, also ist ziemlich sicher, wenn 6.2 kommt, wird es auf jeden Fall direkt auch einen Stream geben. Und dann habt ihr direkt einen Eindruck, wie meine Meinung zu dem aktuellen Patch dann ist und zu der neuen TTK. So, jetzt bin ich auch fertig mit Sülzen und ja, adios und tschüss.